Ja, Innungssieger, Landessieger und Bronzemedaille beim Bundeswettbewerb. Sind ja nun zwei Punkte. Einmal der, der es geschafft hat, und einmal die Person, die mit dafür verantwortlich ist, dass sowas ermöglicht wird. Herr Warnack, wie ist das, wenn man, ich sag mal, so durchrauscht? Innungssieger, Landessieger, Bundesdritter. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Also ich war ja auch sehr überrascht, auch wenn ich wusste, dass ich gut vorbereitet war, aber es ist ein tolles Gefühl gewesen, ja. Und der nächste Karriereschritt ist dann jetzt ein Studium Richtung Wirtschaftsingenieurwesen? Genau, ja, das ist mein nächster Schritt da. Das ist ja nun die Kombination aus Ingenieur und Wirtschaft, und das ist ja gar nicht so ohne, ne? Ja, aber das werde ich auch so hinkriegen, wie... Aber das sind auch die zukünftigen Unternehmensführer, die etwas von der Technik verstehen und die was von der Wirtschaft verstehen. Frau Klenk, tolle Leistung Ihrer Schützlinge, ne? Ja, also insofern stehe ich ja auch hier nur stellvertretend für die Schar an Ausbildern, die natürlich die jungen Menschen hier bei der EWF begleiten, damit eben solche Ausbildungsergebnisse erzielt werden können. Und das ist der besondere Dank eigentlich hier an der Stelle an den Dirk Kraft, den, ich sag mal, unmittelbaren Ausbilder, und natürlich an den Ausbildungsleiter Frank Göbel, die den Herrn Warnack hier wirklich über diese Ausbildungszeit begleitet haben und die natürlich auch mit sehr viel Herzblut und sehr viel zeitlichem Invest das möglich gemacht haben, dass ein solcher Erfolg hier für uns erbracht werden konnte. Und natürlich ist der Novin die Hauptperson. Ohne seinen Fleiß, ohne seinen Einsatz und sein Engagement wäre das nicht möglich gewesen. Aber wie gesagt, wir haben große Hoffnung eben auch, dass mit dem Novin auch ein Auszubildender bei uns ausgebildet wurde, der jetzt ein Studium absolviert, in dem eben dann betriebswirtschaftliches Know-how, technisches Verständnis und natürlich auch Digitalkompetenz Einzug hält. Und gerade im Energiebereich entwickelt sich da sehr, sehr vieles, sodass auch der Novin gerade in einem Bereich jetzt beruflich angekommen ist, in dem sehr viele dieser Herausforderungen zu stemmen sind, und eben genau diese Kombination aus technischem Verständnis, Prozesskenntnissen, also auch betriebswirtschaftlichem Know-how und Digitalkompetenz eben vereint werden müssen. Die sicherste Bank für qualifiziertes Personal ist eine fundierte Ausbildung im eigenen Haus, um möglichst auch zu halten. Würden Sie dem widersprechen? Nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben also gerade in den zurückliegenden 3 Jahren hier mit der Ausbildungsorganisation das Fundament gegossen und haben eben jetzt die ersten Erfolge damit und sehen, dass dieser Plan gut aufgeht, dass Struktur natürlich auch dabei hilft, die Ausbildungsqualität zu erhöhen. Und insofern haben wir wirklich auch sehr, sehr viel gerade rund um die Betreuung der Auszubildenden investiert, weil es eben eine gute Investition ist, die sich dann doch recht schnell, wie man beim Novin Warnack sieht, reinvestiert. Und wir auch natürlich froh sind darüber, Mitarbeiter fürs Unternehmen zu gewinnen, sie hier zu halten und natürlich auch eine Bindung zum Unternehmen zu erzeugen. Herr Warnack, im Pressegespräch haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Die EWF lässt Ihnen auch gewisse Freiheiten als Auszubildender. Also es geht nicht stur nach Regeln, sondern Sie dürfen auch ein bisschen experimentieren, sich selber finden. Ist das hilfreich bei der Ausbildung? Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil dann kann man halt Sachen, sage ich mal, rausfinden, sich selbst erarbeiten und dann vielleicht noch die Fachkenntnisse vom Ausbilder dann dazu holen, warum das jetzt so funktioniert, wie es gerade funktioniert hat beim Experimentieren. Es ist auf jeden Fall hilfreich, um dann das Wissen aufzubauen, sag ich mal. Gibt es eigentlich noch einen Europawettbewerb für die Bundessieger? Nein, ne? Doch, den gibt es auch noch. Es gibt auch noch einen weltweiten Wettbewerb, den gibt es dann für die Europasieger. Also sind noch 2 Wettbewerbe vor Ihnen, vor dem Studium. Ja. Das Vielen jetzt Dank. Nicht, weil dann nur die ersten Plätze immer eingeladen werden zu den Wettbewerben. Schade. Vielen Dank. Mal die Ausbildung. Den Herrn Warnack. Es ist für EWF ganz enorm wichtig, Menschen aus der Region auszubilden, damit diese auch in der Region bleiben und für die Region arbeiten können. Es geht hier um hochqualifizierte Arbeitsplätze.
wie hochqualifiziert, das konnte Herr Warnack jetzt beweisen, im Bundeswettbewerb, wo er den dritten Platz gemacht hat, im Bundesvergleich, was auf jeden Fall ein wunderbarer Erfolg ist. Nicht nur für ihn persönlich, selbstverständlich auch, aber auch für uns als Ausbildungsbetrieb. Gut.